Hat's bei seinen Kindern ausprobiert, es war perfekt, hat funktioniert. Er hat gesagt, ich zähl bis drei und dann ist Schluss, es war vorbei. Darauf ging er zu seiner Frau, die guckte Grütze im TV. Es gab doch Fußball auf der 2. Er rief Schaltung, ich zähl bis drei. 1, 2, okay, okay, ist ja schon gut. 1, 2, nicht weiter zählen, kein böses Blut. Ein Polizist stand vor seinem Wagen und schrieb ihn auf, er hört sich sagen, wenn du das Ticket nicht entfernst, zähl ich bis 3, ich mein es ernst. Am nächsten Morgen im Büro ging er zum Chef und sagte so, ich krieg jetzt Urlaub und mehr Geld, sonst wird hier gleich bis 3 gezählt. 1, 2, okay, okay, ist ja schon gut. 1, 2, nicht weiter zählen, kein böses Blut. Oh, hey, oh. Ein jeder Volk steht stramm pariert, oh, hey, oh. Weil keiner weiß, was bei 3 passiert. Nun so verschafft er sich Respekt, dann hat die UNO ihn entdeckt und hat ihn sofort losgeschickt in die Gebiete, wo es zwickt. Ein Blauhelm rief ins Megafon, so jetzt ist Schluss, in rauem Ton, hört auf mit dieser Ballerei, oder der Mann hier zählt bis 3. 1, 2, okay, okay, ist ja schon gut. 1, 2, nicht weiter zählen, kein böses Blut. Ein jeder Volk steht stramm pariert, weil keiner weiß, was bei 3 passiert. Er dachte, hey, das läuft ja prima, jetzt kümmere ich mich noch ums Klima. Ihr reduziert jetzt CO2, und zwar sofort, ich zähl bis 3. Die halbe Welt gehorchte blind, doch eines Tages stand ein Kind, er zählte 1, 2, es lief 3, der ganze Zauber war vorbei. 1, 2, und alle riefen, hau bloß ab. 1, 2, das hat danach nie mehr geklappt, weil dieser Trick nur funktioniert, wenn keiner weiß, was bei 3 passiert.